Als mein Vater vor einem Jahr das Angebot zur Arbeit in Europa bekommen hat, mussten wir meine Mutter in Kolumbien zurücklassen. Er war aber der Meinung, dass Europa eine Chance für uns wäre, weil es hier angeblich ja alles gibt: Bildung, soziale Absicherung und Geld. Ein echtes Paradies halt. Nur leider bekomme ich von dem nichts mit. Ich will zurück nach Kolumbien, zurück zu meiner echten Heimat, zurück zu meiner Mutter. Ah, ist schön, ne? Ja. Hallo, nein. Oh Mann. So. Du stresst mit deinem Vater? Ja. Was ist denn los? Ja, er nervt die ganze Zeit. Hey, komm, wir gehen einfach zusammen. Ist doch voll weg. Normal. Ja, ich aber kann stress so gut, Alter. Lass uns zusammen weggehen. Ja, wohin denn? Mach du einen Vorschlag, wo würdest du denn gerne hin? Ich will jetzt nach Kolumbien zu meiner Mama. Hey, dann fahren wir alle zusammen nach Kolumbien. Nach Kolumbien? Stell ich mir richtig vor. Oder was sind Nachbarländer so? Und das Wetter? Irgendwann mal so einen richtig fetten, keine Ahnung, so einen richtig fetten, wo es ein Feuerwehr reinsteigen. Oh ja! Und dann irgendwo hin, aber ist auch eigentlich scheißegal, wohin, Hauptsache irgendwo weg. Och bitte, und besseres Wetter und irgendwie so nette Leute. Ich stelle mir Südamerika so vor. Das ist richtig toll. Mit offenen Leuten und so. Jetzt langsam mal los, ne? Okay. Ja. Ah ja, du hast es ja erzählt. Okay, aber wir machen das, ne? Mit dem Bus. Ja. Wir machen das mal. Mit dem neon-orangenen Bus. Tschüss. Einmal fertig, hey, kommen. Lass dich nicht von deinem Vater unterbringen. Nein. Merkst du nicht, dass es mir hier scheiße geht? Ich will nicht in diesem Scheißhaus, in dieser Scheißstadt sein. Dein tolles Europa bringt mir ja doch nichts. Doch, mein Sohn, ich merke es, dass es dir hier schlecht geht. Aber wir und gerade ich arbeite daran, dass es hier uns besser geht. Und wir haben hier die Möglichkeit, hier in Europa, dass du hier studieren kannst und irgendwann noch zu jemand noch Größerem wirst und ganz viel lernst. Nur hier in Europa. Das stimmt nicht. Du willst hier nur deine eigene Existenz haben. Du willst für dich leben. Du lebst nicht für deine Familie. Doch, ich lebe für unsere Familie. Verstehst du das nicht? Nein, das tust du überhaupt nicht. Für unsere Mutter, die wir hierher holen. Ich verspreche dir, dass fang wir... Fang nicht mit Mutter an. Du hast kein Recht dazu. Natürlich. Du bist jetzt noch nicht hier. Ich arbeite hier den ganzen Tag, schufte, und du verstehst es nicht so. Wann nehmen wir dich zurück? Ich will zurück. Ja, mein Sohn, der ist seit 2 Tagen abgehauen und ich bin extra wegen ihm aus Kolumbien hergekommen, damit er eine gute Zukunft hat, ne? Und er denkt sich, ich hau mal einfach so ab. Einfach so. Obwohl ich meine Frau da gelassen habe, ich diese Blue Card gekriegt habe, damit ich hier arbeiten kann und so. Und ich konnte ihm mal mein Flugticket leisten für sie, damit ich zurückfahren kann, weißt du? Und er hat doch alles hier und ich habe alles hier eigentlich. Wir haben die Sozialhilfe, bin abgesichert. Was ist denn sein Problem? Ich weiß nicht, was sein Problem ist.
Europa no es tan malo como yo pensaba.